Heute mal wieder eine Liedergeschichte aus meinem sonntäglichen Dachstübchen. Das Lied der Zukunft, Kind sein, das haben sich die Zeitlers gewünscht, die Familie Zeitler vom Rand des Harzes, der wir dieses zauberhafte Medley verdanken, das ihr so begeistert aufgenommen habt. Ja, welche Geschichte schlummert hinter diesem Lied? Zufall oder nicht, ich habe heute auf dem Account, dem Instagram-Account von 3 nach 9 dieser Fernsehsendung, der Talkshow, die es ja immer noch gibt, Peter Ustinov gesehen. 1998 war er da zu Gast. Und Peter Ustinov war und ist und bleibt mein ganz großes Vorbild in Bezug auf das Thema, kann man Kind bleiben, wenn man alt wird? Ich habe dann übrigens dieses Buch mal wieder in die Hand genommen von Ashley Montagu. Ein ganz gutes, lesenswertes Werk. Etwas wissenschaftlich, aber der Ashley hat sich damit beschäftigt, dass eigentlich nur der Mensch von allen Säugetieren überhaupt aus der Evolution her sich zum Kinde reifen lassen kann. Das heißt, erwachsen werden und Kind bleiben. Kindliche Qualitäten, kindliche Eigenschaften nicht verlieren, immer noch was dazulernen. Und das hat mich auch inspiriert, dieses Lied zu schreiben. Dann war ich übrigens sehr bald auch bei Nessaja angekommen. Ich habe ja der 200-jährigen Schildkröte in der Urgeschichte von Peter Maffays Tabaluga folgenden Satz in den Mund gelegt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Also all das schlummert irgendwo auch in meinem Lied Kind sein, das Lied der Zukunft. Ihr findet es in voller Länge. Auf meinem Album hat alles seine Zeit. Und nun mal wieder ein bisschen Live-Musik. Wir werden jung geboren und wir sterben irgendwann. Das ist der Lauf des Lebens, an dem niemand etwas ändern kann. Doch wie wir älter werden, das hat jeder in der Hand. Dafür gibt's kein Gebot und kein Gesetz in diesem Land. Kind sein kann man für ein ganzes Leben. Kind sein, man kann sich selbst die Chance geben, Kind zu bleiben bis zum Greise, jung und wach und klug und weise. Wer das schafft, wem das gelingt, hört immer wieder, wie das Lied der Zukunft klingt. Man hört die Leute klagen, dass sie alt geworden sind. Sie können's kaum noch glauben, aber früher waren sie auch ein Kind. Die Augen hart und müde, alle Träume ausgeträumt. Sie haben's weit gebracht und dabei doch so viel versäumt. Kind sein kann man für ein ganzes Leben. Kind sein, man kann sich selbst die Chance geben, Kind zu bleiben bis zum Greise, jung und wach und klug und weise. Wer das schafft, wem das gelingt, hört immer wieder, wie das Lied der Zukunft klingt. Und alle, die in ihrem Herzen jung geblieben sind, die wären auch mit 100 Jahren gern noch einmal das Geburtstagskind. Kind sein kann man für ein ganzes Leben. Kind sein, man kann sich selbst die Chance geben, Kind zu bleiben bis zum Greise, jung und wach und klug und weise. Wer das schafft, wem das gelingt, hört immer wieder, wie das Lied der Zukunft klingt. Kind sein. Für alle, die noch ein bisschen tiefer eindringen möchten in das Thema, nehme ich gleich nochmal das Buch in die Hand, das ich euch empfohlen habe. Ashley Montagu, Zum Kindreifen, erschien 1984 bei Klett Cotta. Ich weiß nicht, ob es noch lieferbar ist. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Das Schlimmste an den Erdbewohnern ist, dass sie so zeitig erwachsen werden.
Solange sie jung sind, solange sind sie auch liebenswert, aufrichtig, tolerant, lernbegierig und zur Zusammenarbeit bereit. Man kann sie sogar dazu bringen, dass sie miteinander spielen. Dies ist der Haupteindruck, den die Menschheit bei einer Gruppe außerirdischer Raumfahrer hinterlassen hat, deren Botschaft von einer fliegenden Untertasse Ashley Montagu seinem Buch vorangestellt hat. Doch was dem kosmisch geschulten Blick sofort auffällt, muss dem Betroffenen selbst zunächst einmal ausführlich dargelegt werden. Montagu legt seinem vehementen Plädoyer für die Rettung der Kindlichkeit des Menschen eine Erkenntnis der biologischen Evolutionslehre zugrunde. Im Vergleich zu seinen nächsten Artverwandten, den Primaten, behält der Mensch Merkmale früher Lebensstadien bis ins hohe Alter, dehnt also seine Jugend möglichst lange aus. Dieses Phänomen ist in der Biologie unter der Bezeichnung Neotenie schon seit längerer Zeit bekannt. Montagu gebührt das Verdienst, diesen Begriff auch auf die verhaltensmäßige Ausstattung des Menschen ausgedehnt und damit unsere tradierten Schemata vom reifen Erwachsenen gründlich durcheinandergebracht zu haben. Was wir als erwachsen bezeichnen und als erstrebenswertes Ziel von Entwicklung und Erziehung betrachten, ist unter dem Aspekt der Neotonenveranlagung des Menschen nichts weiter als eine fortschreitende Spezialisierung und Einengung all seiner Fähigkeiten und Interessen, der Verlust der kindlichen Universalität jeder Lebensäußerung. Aber gerade diese Nicht-Spezialisierung war es, die bislang die Menschheit vor dem Aussterben bewahrt hat. Nur dadurch, dass sie sich flexibel an alle noch so wechselhaften Umweltbedingungen anzupassen wussten, konnten unsere Vorfahren dem Schicksal so vieler Gattungen entrinnen, die zum Beispiel veränderten Klima- und Vegetationsbedingungen zum Opfer fielen. Der Homo sapiens überlebte. Hätte er sich einmal darauf eingelassen, wirklich erwachsen zu werden, das heißt, sich auf seine Umgebung optimal und ausschließlich einzustellen, diese Art der Reife wäre ihm zum Verhängnis geworden. Die Menschen sind also in ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte Kinder geblieben. Und es ist nicht einzusehen, warum dieser Zustand der permanenten Lern- und Entwicklungsbereitschaft als ein Zustand mangelnder Reife diskreditiert werden sollte. Der Mythos vom Erwachsenwerden verkehrt das Lebensgesetz der Neotonie, unter dem unsere Gattung angetreten ist, in sein Gegenteil, indem er die progressiv kindlichen Merkmale wie Wissbegierde, Offenheit, Experimentierlust, Spontanität, Flexibilität einengen und zur Erstarrung bringen will. Es gelingt Montagu in überzeugender Weise, diese Gefahr darzustellen und das Kind als das eigentliche Muster menschlicher Reife wieder in seine Rechte einzusetzen. Das ist starker Tobak, aber es lohnt sich sehr, das Buch zu lesen. Und ich finde, es hat sogar eine gewisse Aktualität. Alle Tage wieder. Und ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was mitgenommen in die Nacht und könnt trotz allem gut schlafen. Und alle, die in ihrem Herzen jung geblieben sind, die wären auch mit 100 Jahren gern noch einmal das Geburtstagskind. Kind sein, kann man für ein ganzes Leben Kind sein. Man kann sich selbst die Chance geben, Kind zu bleiben bis zum Greise, jung und wach und klug und weise. Wer das schafft, wem das gelingt, hört immer wieder, wie das Lied der Zukunft klingt.